Guten Morgen, moin moin liebe Leute, seid gegrüßt, herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS22 Nordfriesische Marsch hier am Start am Sonntagmorgen. Alle schon ausgeschlafen, mehr oder weniger? Man weiß es nicht, ne? Ich schreibe erstmal moin moin in den Livestream-Chat. YouTube-mäßig sind wir jetzt irgendwie ja, in der Woche, Dienstag, Mittwoch, ich muss mal gucken. Kann tatsächlich sein, dass ich mich noch umentscheide und nicht nur drei Folgen aktuell raushaue am Tag, sondern vielleicht sogar vier. Denn ja, ich suchte natürlich jetzt logischerweise auch ein bisschen auf der Marsch und dementsprechend sind wir hier am Start. So, moin, moin, moin. Danke fürs Reinschalten, Leute. Schönen guten Morgen. So, wir sind hier bei Schiedwetter. Wieder typisches NF-Marschwetter. Leider haben wir noch keine Windmühlen, sodass dieser der starke Wind ausgenutzt werden könnte. Aber okay, wir werden uns schon andersweitig beschäftigt kriegen. Denn Holger war so frei, mir gerade eben noch das Autodreifennetz zur Verfügung zu stellen, was er bisher eingefahren hat. Und das ist schon ziemlich umfangreich. Ne? Das gucken wir uns auf jeden Fall in der heutigen Folge gleich mal an, was das schon alles beinhaltet. Und zum Release der Marsch wird das natürlich noch vervollständigt sein. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. So. Ja, machen wir mal so. Geht gleich weiter. Auf noch einen Wald, sagt Hauke. Genau, gleich mal einen Wald gehören zu beginnen. Ja, also wenn, dann müssen wir natürlich in weiser Voraussicht, also wir werden das, weiß ich nicht, ob wir es heute tatsächlich schon machen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit heute, ne? Den Wald hinterm Depot kaufen, ne? Das ist dieses Stück Wald, das kostet 340.000, weil das ist ja klassisch gesehen meine Region, wo ich ein Sägewerk platzieren würde. Wahrscheinlich würde das auch im LS 22 so sein wie im 19er. Natürlich, das Sägewerk werde ich ein bisschen überarbeiten. Logischerweise gibt es ja ein paar neuere, schickere Gebäude, die dazu passen würden. Und da will ich natürlich dann auch mal schauen. Ne? Leute, was ist da schon wieder los eigentlich? Ich danke, fangen wir mal an bei Otti. Danke für 9 Monate. Annie wünscht sich nochmal in No Emote Chat, hier Only Emote Chat. Müssen wir mal einstellen gleich. Geht gleich los irgendwie. Da. Duck Nubi für ein Prime Sub, danke dir. Da Sachse, danke dir für 11 Monate schon am Start. Auch noch was auf Stufe 3 abonniert. Danke dir, danke dir, danke dir. Beinhaltet ja dann auch ein Haus, ne? Danke für Hype Channel, danke für neue Follow. Stege, danke für 1, 2, 3. Und Martin, danke für ein Sub im 2. Monat. Moin, moin, liebe Leute. Vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Und Bock habt auf einen spannenden NF-Marsch-Sonntag. Wird man vom Kaffeebohnenessen auch wach? Vielleicht mal probieren. Also ich habe Kaffee in flüssiger Form hier stehen. Frisch gezapft aus der Maschine gerade. Also von daher mal schauen. Ne? Diese Dinger, die haben sich hier ja geändert. Ne? Da ist nur Emote-Chat. Nochmal nur Emote-Chat an, Leute. Also haut mal raus, was ihr habt. Ne? Eure Emotes, lasst sehen, liebe Leute. Es wurde sich nur Emote-Chat gewünscht. Also haut mal raus, was ihr so schönes Animodes habt, Leute. Lasst den Chat hier einmal ordentlich bunt werden. Shelly würde sagen, gebt Liebe in den Chat und so weiter, ne? Komm, Leute, ich mache den Vorreiter. Aber ich mache natürlich jetzt hier auch weiter, denn wir haben zu tun. Einmal würde ich sagen, Düngerkurs auf 37 haben wir zu tun. Und dann gucken wir, das würde ich jetzt erstmal machen. Und dann gucken wir uns das Autodreifnetz an. Ne? So machen wir das. Der Chat ist einmal bunt. Ordentliche Emotes laufen hier durch. Und gehen wir hier aufs Feld. 37. Lass uns mal gucken. Emotes, 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 Emotes. Emotes, Emotes. 180 Leute sind schon wach. Das ist schön. Freut mich, dass so viele schon wach sind. Kleines und auch noch im Sub, Prime Sub am Start. Danke, Leute, für den Support. Mega nice. Vielen, vielen Dank an alle. Sportlampe kommt gleich noch, ne? So, immer das. Erst ist immer erstmal wieder komisch. Job erstellen. Feldarbeit. Wir. Daten. Hier. Öffne den Generator, 42 Meter haben wir. Wir haben scharf gemacht, 7 automatisch. Alles passt ja. Der Starter auf Bahnen. Kann er machen. Alles schick. Generiere Kurs. Hoffe, er hatte nicht noch irgendwas anderes mit drin, ne? Hoffe nicht. Aber ihr konntet mich jetzt nicht vorwarnen, ne? Weil ich hier nur den Emote-Chat gerade aktiv habe. Gut. Öffne, schließe.
und Job starten. Das können wir natürlich sehen, wenn wir ein bisschen rauszoomen, würden wir sehen, ob irgendwo noch ein weiterer Kurs mit drin hängt. Sieht sauber aus, das Ganze. Job starten, dann gehen wir noch in Speichern rein. So, welches Feld? 37, genau, ja moin. Kurs speichern. F37. Das ist der 42 Meter. So, sortiert sich natürlich gleich schon eine Liste. Alles gut, ist natürlich für den Düngerstreuer auch eine schnelle Mission, ne? Gar kein Problem. Ich sag guten Morgen, moin moin Leute, danke fürs Reinschalten. Und fasten Level 3 Hype Train, danke, danke, danke. Moin 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 moin. Genau. Jetzt könnt ihr wieder normal schreiben, die Leute. Ihr könnt natürlich weiter mit Emotes auch schreiben, aber ihr könnt jetzt auch wieder normal schreiben, ne? Morgen, moin, moin. So, der ackert. Wir sagen danke natürlich an Holger für sein Autodrive-Netz, der das natürlich jetzt direkt auch erklären könnte, chatmäßig hier am Start. Also, was haben wir? Wir haben eine Sortierung aktuell von Standard. Da ist noch nichts drin. Da wird man wahrscheinlich so selber nachher seine Sachen reinpacken. Hoch, was auch immer vielleicht. Ich weiß noch nicht genau. Einkauf gibt es ja auch noch nicht. Ach doch, ja, okay, Einkauf. Ich dachte, das war diese Getreide- oder hier Dünger-Einkauf-Geschichte, die in der Version, die Holger hat, gibt es das alles noch nicht. Fahrzeughändler, Fahrzeughändler-Abholung, Fahrzeughändler-Verkauf und Viehhandel als Einkaufsmöglichkeiten. Wir haben Felder 1 bis 26 definiert. Die sind hier soweit, glaube ich, benannt, aber noch nicht. Ach doch, die sind fertig, ne? Also Feld 1 bis 26 ist fertig. Und 27 bis 52 ist in Arbeit. 50 hat er mal vorgezogen, glaube ich, weil ich heute auf 50 unterwegs bin. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, dann haben wir hier einen Hof. Das ist wahrscheinlich ein Standardparkplatz mitten auf dem Hof. Das sehen wir dann. Und das sind halt Hof, das sind Sachen, die muss jeder für sich nachher ein Stück weit individuell halt gestalten. Weil, ja, ne, jeder gestaltet ja seinen Hof auch ein bisschen anders. Natürlich gucken einige so ein bisschen auch bei mir, wie ich das gemacht habe. Vielleicht gibt es ja auch später wieder mein Safe-Game, dann zum Download. Aber da muss man natürlich dann erstmal schauen. Ne? Kaffee, genau, Kaffee am Morgen. Alle, die hier Kaffee prosten. Prost, Prost, liebe Leute, danke fürs Reinschalten. Das hier, die Düngermission, ist schnell verdientes Geld. Dann könnten wir tanken. Tankstelle, Mitte Diesel, Mitte Methan. Gott, ja, das ist auch echt noch genau gemacht, wa? Norddiesel, Nordmethan, Süddiesel, Südmethan. Was ist denn mit Strom eigentlich? Gehen die Stromdinger nicht? Oder wolltest du die nicht? Ja, Verkaufsstellen, Aldi-Paletten, Aldi-Schüttgut. Wobei Aldi-Schüttgut, ja gut, die Trauben und so teilweise, das stimmt. Hast du das, wie ist das denn definiert? Vielleicht kannst du es gleich noch im Chat erklären. Prost, Prost, die Leute. Aldi-Paletten, Aldi-Schüttgut, Bahnhof, Dieselverkauf, Bahnhof-Verkauf, Baumarktverkauf, Depotverkauf, Edeka, Edeka, Getreide AG, Getreidehandel, Gärtnerei, Hafen, Diesel, Hafen, Verkauf, Heizkraftwerkverkauf, da sehen wir, was alles Verkaufsstellen haben. Ne? Lidl-Paletten, Lidl-Schüttgut, Reifeisenverkauf, Spinnereiverkauf, Stadionverkauf, Sägewerkverkauf. Mann, 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 doch. Da hat Holger auf jeden Fall schon eine ganze, ganze Menge eingefahren. Und das wird mit Sicherheit, ach, dieses AD-Netz wird wahrscheinlich mit Sicherheit am Anfang viele, viele Freude bereiten, gerade für Überführungsfahrten. Ich meine, am Anfang sage ich aber auch ganz klar, macht es auch. War ich dick klein? So. Am Anfang macht es definitiv auch Spaß, selber mal ein bisschen wieder die Karte zu erkunden, nicht nur alles mit Autodrive über die Karte schicken zu lassen. So, so ist es immer so mittendrin so komisch. Ne? Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mir sortiere. Hier wird wieder gemeckert, dass es über der Chatbox hängt. Ach so, ja, so geht es vielleicht einigermaßen. Ich weiß es noch nicht. Ich frage es auch hier hin. Da muss ich mich mit der Zeit dran gewöhnen. Wir haben hier einmal Kursplay, wir haben ja sowieso alles voll mit Daten und Zahlen und was weiß ich. Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Holger Überschuss gemacht, das glaube ich auch. Wie ist das mit den Windmühlen definiert? Mit dem Wind, das ist standardmäßig spielintern. Also die Windmühlen sind ja spielintern und das wird so geguckt, glaube ich, wenn windigeres Wetter, also Schiedwetter ist, ist es windiger. Und dann drehen die Windmühlen schneller und bringen mehr Geld. Dafür bringt mir jetzt unsere Photovoltaik wahrscheinlich nichts mehr. Wir können ja gleich mal reingucken, wenn die Stunde rum ist. Also wir eine volle Ingame-Stunde rum haben. Und sofern jetzt die, ist das schon die ganze Ingame-Stunde Regen? Ich glaube, ganz so lange haben wir noch nicht Regen. Erstmal ein Auto einparken, sagt der Sachs, okay.
Moin moin, mir einige Änderungswünsche sind reingekommen. Holger hat auch ein paar Kleinigkeiten gefunden. Also das werde ich wahrscheinlich heute späten Nachmittag nach dem Stream dann anfangen, ein bisschen die Sachen zu beheben, die jetzt aufgefallen sind, so ein bisschen auf die Suche gehen von einigen Geschichten, die dann da zu sehen waren. Wagenstatistik funktioniert nicht, das wundert mich so ein bisschen. Wagewege Süd und Getreidehandel zeigen nichts an. Das muss ich nochmal schauen, warum, wieso, weshalb. Die anderen Wagen zeigen aber was an. Moin 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 moin. Map ist noch nicht verfügbar, nein. Hattest du die Saatsäcke schon gefunden, die am Shop lagern? Was mit denen? Schön Sonnenblumen hier. Okay, danke für die Info. Dann kann ich mich ja daran, ne, kann ich nochmal vergleichen, was ich bei denen geplant habe. Vielleicht muss die anders benannt werden, anders betitelt. Das kann sein. Holger hat die Kurse noch nicht fertig. Nein, er hat sie angefangen einzufahren. Damit es zum Release der Map ein funktionierendes, umfangreiches Autodrive-Netz gibt. Wir müssen jetzt irgendwo bei dir auf der Marsch rumliegen. Verstehe ich nicht so ganz. Sind die weggeflogen oder? Oder meinst du vom Umzug noch? Liebe Leute, mir fällt gerade ein, ich habe ja gerade eben um 9, ne, die erste Folge von dem Let's Play NF Marsch veröffentlicht. Und ich weiß, einige von euch haben euch das bestimmt schon geguckt, vielleicht haben ja auch schon alle geguckt, aber das glaube ich tatsächlich nicht. Wäre super nice, liebe Leute, wenn ihr mich da supportet bei Folge Nummer 1, natürlich auch gerne bei den nächsten Folgen auf YouTube, auch für die Livestream-Zuschauer sozusagen, wenn ihr euch einfach nochmal die erste Folge auf YouTube bei mir anschaut, schön durchlaufen lässt, so nach dem Motto, mit dem Mega-Leister-Support, liebe Leute, einfach durchlaufen lassen, entspannt. Und ein Like da lassen wäre toll, einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Und hier mal der Link zum Video Nummer 1, das wäre einfach krasser Support, auch wenn ihr das einfach euch nochmal anguckt, falls ihr es nicht eh schon geguckt habt, denn es ist, ne, aber falls ihr es noch nicht gesehen habt und ihr wart live dabei, würdet euch das nicht angucken, da nochmal praktisch Folge 1 vom Let's Play. Ich habe gesehen, einige haben heute Morgen bestimmt schon reingeschaltet, aber wäre super nice, wenn noch ein paar mehr Leute reinschalten. Damit das gerade Video 1 ist immer relativ wichtig für YouTube, um zu gucken, ist das Video, ich sag mal, aus YouTube-Sicht relevant. Und wenn es aus YouTube-Sicht relevant ist, dann wird es halt auch öfters mal angezeigt. Und ich habe halt eine kleine Chance, mit dem Video tatsächlich auch ein paar mehr Aufrufe zu kriegen als normal, sag ich mal so. Und das wäre super nice, wäre super easy Support. Einfach Video angucken, laufen lassen. Könnt ihr natürlich theoretisch im Zweifel jetzt auf deinem Bildschirm mitgucken, was auch immer. Video 1, wie wir hier auf der Marsch gestartet sind nach dem Umzug. Vielen, vielen Dank für alle, die schon reingeschaltet haben, logischerweise. Der Düngerstreuer hier schon auf seiner Vorgewende, Nachgewende-Reihe, wie auch immer. Gleich fertig. Dann haben wir das erste Geld verdient heute, ne? Ach, diese Update-Probleme, die Patches, die gab es doch mal irgendwie, aber ich weiß es auch aktuell nicht. Ach, ja genau. Oder schaut es euch entspannt an nach dem Stream. Das ist natürlich auch super nice. Danke dir. Das Autodrive-Netz von Holger wird noch entwickelt und ist logischerweise auch erst, wird erst veröffentlicht und es gibt erst, glaube ich, denn Holger macht ja vielleicht auch noch ein Vorstellungsvideo nachher dazu, nach dem Release der Karte dann. Gerade für unsere Mission, die wir haben, ich habe jetzt gerade eben noch kurz vom Stream geguckt, aber ich hatte nur noch 5 Minuten Zeit und es hat jetzt nicht gereicht, mir nochmal einen guten Anhänger rauszusuchen, mit dem wir jetzt die Abfahrkapazität für unsere Weizenmission hätten gut steigern können. Deswegen dachte ich, na komm, dann lassen wir das. Wir nehmen, wir haben ja noch einen eigenen Anhänger am Hof rumstehen. Sonst nehmen wir den noch mit rein. Oder ich muss halt nochmal genauer gucken, welches jetzt der größte normale Schüttgut-Anhänger ist. Mein LKW, jetzt schon LKW und Auflieger ist noch ein bisschen früh vielleicht. Liebes Hallo, guten Morgen, moin moin. Danke vorhin natürlich nochmal für den Hype-Train, liebe Leute. Tschüss, danke dir, moin moin, danke für 100 Bits, moin moin, guten Morgen.
Die könnten auch unter der Karte liegen, das stimmt. Die werden dann immer weiter Richtung Boden gehen. Aber was hatte ich denn da noch? Was hatte ich denn da beim Shop noch ein bisschen Saatgut rumliegen oder wie? Ach, das wird nur auf deiner Homepage veröffentlicht, die Map? Oder was? Oder wie? Release so circa 1 bis 2 Wochen. Kommt drauf an, wie ich jetzt in den nächsten Tagen vorankomme mit dem Thema, ne? KI-Splines. Wie viel, ne? Bis ich da gefrustet bin. Natürlich sind noch ein paar andere Kleinigkeiten aufgefallen. Und ich bin gespannt, also was, ne, was sich noch so ergibt in den nächsten Tagen, wie lange das Ganze noch dauert. So, der Kollege hier ist fertig. Können wir mit Helfer H erstmal stoppen. Kurs haben wir ja gespeichert, alles schick. Hat uns nur 23% Dünger gekostet und wir haben einfach gleich schon mal so ein paar Tausender verdient. Den Kurs kann ich jetzt eigentlich gleich rausnehmen. Ne? Dann vergesse ich das beim nächsten Mal nicht. Und jetzt können wir ja gleich mal gucken. Einfach jetzt nur mal aus Prinzip. Wir sagen Hof. Hof, machen eine Überführung. Und warte mal, kann ich den nicht nochmal, jetzt nicht mal Licht anmachen? Ist doch ziemlich dunkel gerade. Ach so, der Autodrive will nicht mit Licht fahren gerade. Was ist hier los? Moin moin, danke für ein Follow, danke für ein Follow, danke für ein Follow. Guten Morgen, die Leute. Danke fürs Reinschalten. Nimm einfach 2 oder 3 von dem Brandner Dreiachsanhänger hintereinander. Gibt's in der Realität auch, okay. Bei uns wahrscheinlich eher selten. 3 hintereinander fahren. Na, da knallt er noch ein bisschen gegen. Da fährt Autodrive mit gut Schwung in die Kurve. Und guten Morgen. Ja, nur Geld und ein paar Fahrzeuge mitnehmen ist natürlich auch die leichtere Variante, ne? Jetzt muss man hier natürlich nochmal gucken, wie das definiert wurde. Er fährt wahrscheinlich bis zum Hof. Hier hat Holger jetzt ja 2 Abladestellen. Einmal für Schuttgut, einmal für Paletten. Also sprich für Paletten fährt er hier längs oder wie? Und dann kann ich nach rechts abladen und Schuttgut fährt er halt hier noch irgendwie rein oder wie? Vielleicht hast du Lust, das noch in 2 Sätzen versuchen zu erklären. NF. Ne, NF. Wo habe ich das eigentlich nicht gemacht? Aber das war, weil es auf der Frankreich-Karte war, ne? Mit LS2 ist alles ein bisschen durcheinander hier mit den Kennzeichen. Irgendwann muss ich mal mir eine Stunde Zeit nehmen und die ganzen Kennzeichen ordnen. Guten Morgen. Da hat man gerade gesehen eigentlich, was ich alles für Traktoren habe. Wie blende ich denn noch aus, dass er die nächsten Strecke nicht zeigt? Ganz Vorausschau, Lenkung. Muss man das machen? Immer schlechtes Wetter im LF, genau, das pauschal so eingestellt. Beim Düngen zwischen flüssigem und mineralen, nee, glaube ich nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Schuttgut ist für die Milch. Stell mal die Kurvengeschwindigkeit auf 70. Milch kannst du tatsächlich gar nicht mehr verkaufen. Bei den Supermärkten. Dann kannst du die Kurse löschen, wenn das nur für Milch ist. Das ist, weil du noch nicht die neueste Version hast. Ne? I'm sorry, aber ich habe mich dafür entschieden, Milch nicht in loser Form bei den Supermärkten abzugeben. Genau wegen diesem, weil ich das blöd finde, dass man da hinfährt und Milch abschüttet. Deswegen Milch verkaufen nur bei der Molkerei. Die hast du ja wahrscheinlich auch noch nicht. Das habe ich ja alles erst gerade kurzfristig gemacht in den letzten 1-2 Tagen. Hier seht ihr das auch. Hier ist die Molkerei jetzt wieder zurück. Nur als reine Verkaufsstation für Milch. Die ist auch noch nicht komplett hübsch gemacht. Schreibe ich mir nochmal auf. Ich wollte da noch irgendwas dazu machen. Einfach noch ein bisschen Deko dahin packen und gut. Aber gut, das sind Kleinigkeiten, ne? Das sind wirklich nachher Mini-Kleinigkeiten noch zu korrigieren. Das wird nachher nicht mehr den großen Zeitaufwand bringen. Molkerei, Milchverkauf gibt es nur noch, ne? Weil vorher war Milch tatsächlich in allen Supermärkten mit drin als Verkaufsgut. Und da habe ich mich kurzerhand vor ungefähr 2 Tagen gegen entschieden, weil ich es blöd fand. So, das kann natürlich passieren, ne? Ja, aber es ist gut zum Hof gefahren. Können wir hier nochmal den, ne, aktuellen, einfach hier vorne ist der Ankunftspunkt.
Und von dem kann man natürlich jetzt anschließen. Ich könnte jetzt selber zum Beispiel meinen Hofsilo anbauen, von wegen Anhänger entladen, Anhänger beladen. Und dann würde ich zum Beispiel auf der anderen Seite vom Hof wieder rausfahren. Aber es ist natürlich gewöhnungsbedürftig von der Reihenfolge drin, ne? Aber würde wahrscheinlich schon Sinn machen. Das ist so eine gemischte Route, oder? Ist das so eine in beide Richtungsroute oder was ist das genau? Und wenn die von einem Auto belegt, ein Fahrzeug belegt ist, fährt nicht noch ein anderes Auto rein in diese Route oder? Ich bin ja noch nicht der Auto 3 Vollprofi, deswegen immer ein bisschen auf Hilfe angewiesen. Wir kommen hier in die erste richtige Nacht. Die erste richtige Nacht ist für mich jetzt hier auch nochmal ein Indiz oder wird ein Indiz in der nächsten Folge, Leute. Dass wir nochmal, wir gehen mal alle Verkaufsstationen ab bei Nacht und gucken, wie sehr sind die beleuchtet. Wo muss noch ein bisschen mehr Leuchtstoff hin, sage ich mal, wo muss noch ein bisschen mehr Licht hin oder wo ist es zu hell oder was auch immer. Das gucken wir uns gleich mal entspannt an. Das ist eine Nebenstrecke und eine Nebenstrecke bewirkt wie was? Beide Richtungen ist das. Also Nebenstrecke heißt beide Richtungen befahrbar. Okay, und wenn einer in eine Richtung fährt, ist sie praktisch gelockt und keiner kann entgegengesetzt fahren oder so. Warum sieht das bei dir mit dem Symbolen so AD-mäßig aus? Also ne. So. Ja, dann würde ich sagen, das lass uns doch erst nochmal die Mission beenden, ne? Wir haben ein bisschen Geld zu kassieren. Lügen 37 abgeschlossen, 16.000 und dann haben wir noch Düngen auf 49 und guck mal, da kommen schon richtig dicke Düngermissionen mit rein. Düngen auf 19, das nehmen wir natürlich auch mit, Vertrag akzeptieren. Dann können wir uns eigentlich, ich habe nicht mehr so viel Fahrzeuge. Na doch, geht vielleicht gerade so. Zu befahren wird, wenn nötig, ansonsten wird die Hauptroute genutzt. Ach so. Okay, danke für die Info. Sollte man hier nicht auch von der anderen Seite noch reinfahren? Ne, ist eine Ausfahrt, ne? Wollte ich nicht hier also theoretisch auch noch in die Richtung rausfahren können? Oder ist es dann eine andere Feldausfahrt, die genutzt wird, um in die andere Richtung zu kommen? Ist natürlich spannend, ne? Guten Morgen, moin moin. Karte wird nicht für PlayStation rauskommen, nein. Wer weiß, was in einem Jahr ist, aber eher nicht. Hier fährt er doch wahrscheinlich rein, oder was? Ne, hier fährst du auch raus, aber hier fährst du auch in beide Richtungen raus. Also dann entscheidet Auto 3 von wegen, okay, ich nehme die Feldausfahrt, weil ich will jetzt in die Richtung weiter. Oder halt, ich will geradeaus weiter. Ja, krass, wie viele Einzelrouten man dafür einfahren muss. Ne? Da sieht man halt schon die Komplexität. Und das ist auch diese Komplexität, die ein Stück weit mit den Splines abgebildet werden muss, damit KI-Verkehr einigermaßen ordentlich über die Karte eiert. Ne? Und da sieht man schon eine Menge Punkte hier. Eine Achtung. Es gibt neuere AD-Symbole, das stimmt. Ich habe noch wahrscheinlich wieder eine ältere Auto-3-Version. Das kann sein. So, 19. Ist hier vorne. Das ist ja auch schon, 19 ist ja auch schon angebunden. Da könnte ich jetzt tatsächlich schon sagen, fahr mal Richtung Feld 19. Und dann fährt er. Also das 100% Datum habe ich noch nicht rausgehauen. Das ist auch, ich weiß noch nicht, wie viel ich von den Splines halt tatsächlich fertig mache. An sich mal merkt, dass die Karte spielbar. Viele andere hätten, glaube ich, jetzt schon rausgehauen, nach dem Motto schnell raus damit. Ich warte noch ein paar Tage, spielt selber ein paar Tage ein bisschen Beta-Tester oder Alpha-Tester so ungefähr. So ein bisschen Beta-Tester ist ja nachher dann Pre-Release. Wahrscheinlich ein paar Tage vorher. Müssen wir mal gucken. Und bin mir selber so ein bisschen, ne, irgendwie bei der ganzen Modding-Zeit hat man so ein bisschen wenig Kopf manchmal für solche Geschichten, sich da so einen richtig konkreten Lügenplan zurechtzulegen. I'm sorry.
Ich wollte noch gucken, ob Photovoltaik-Einnahmen können wir natürlich leider nicht stündlich auswerten. Ne? Also ich kann gar nicht sehen, was wir jetzt in der letzten Stunde in-game für die Photovoltaik gekriegt haben. Dementsprechend 1295 für Gebäude steht hier. Müssen wir noch gucken, ob da noch was dazu kommt. Und der rote Apfel. Feinzeit am Start. Danke dir. Vielen Dank. Ja. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, an die neue Feldnummerierung. Das ist klar. Ehemals Feld 16, würde ich behaupten, ist jetzt hier Feld 19. Für eine Düngermission gleich. Ich persönlich habe immer noch einen Feldrandkurs ein, damit die nicht unkontrolliert abfahren. Ich habe keine Ahnung. Abfahrerfeld 19. Aber genau, Paling. Hier ist auch rundherum noch ums Feld gefahren worden, ne? Also die Nebenstrecke oder was ist das? Guten Morgen, moin moin. Ich fahre nochmal schnell rauf aufs Feld und kalkuliere uns hier einen neuen schönen Düngerkurs. Den anderen Kurs hatte ich ja schon rausgeworfen. Stop erstellen. Feldarbeit ist toll. Position ist dann meinetwegen hier vorne. Ist toll. Öffnen. 42 hoch, runter. Scharf. Ein Vorgewende. Uhrzeiger sind 7%. Auf Bahnen. Anfang. Alles schick, ne? So kann das funktionieren. Das ist auch tatsächlich mal ein Kurs, wo ein bisschen Dünger bei rum, also rauf geht, ne? Aber so, Job starten. Genau. 19, F19, jetzt noch schnell speichern. Kurs speichern unter Düngen. F19. Düngen. Die 42 Meter Variante. Guten Morgen. Eine Grüße, Grüße zurück. Ich schalte den Modus mal aus und mache auf dem Baustellenschild einen Rechtsklick. Das bringt was. Geht nicht. Fett sollte dafür die AD-Symbole auf dich umstellen. Ja, nee. Ich glaube, ich bleibe bei den Standard-Symbolen. So, und das Schöne ist aber natürlich klar, dass Holger das für alle zur Verfügung stellen wird. Das ist super gut. Ich glaube, wir können den mal tauschen gegen den anderen Düngerstreuer. Oder wir nehmen. Ach nee, können wir nicht, ne? Wir haben jetzt drei aktive Missionen am Start. Mehr Missionen können wir nicht nehmen. Also am Hof weiß ich, wird es gleich. Klar, die Hallen sind ein bisschen beleuchtet, aber kann sein, dass wir noch die ein oder andere Laterne platzieren sollten. Da muss ich mal gucken, ob die, die das Spiel mitliefert, mir überhaupt reichen oder ob ich da entweder was runterlade oder selber nochmal platzierbare Lampen schnell, also die Ingate, die Standardlampen einfach ein bisschen heller einstelle. Ich habe keine Lust, 120 Lampen überall zu platzieren, damit wir ein bisschen Licht haben, sondern ich habe dann meistens die Lichtstärke ein bisschen erhöht. Guten Morgen, Grüße aus Mexiko. Hello from Mexico. Hello to Mexico. Speaking English. Also für Holger, aber könntest du doch die Symbole umstellen. Also hier sind die Symbole jetzt drin, oder wie? Oder was? Ich verstehe es nicht. Düngen,
19 machen wir, Feld 49 müssten wir noch düngen. 57 ist auch noch mit reingekommen. Lügen, glaube ich, werde ich wahrscheinlich eher erstmal nicht. Ach, über das Zahnrad muss ich dann aber wahrscheinlich gucken, oder wie stellt man sowas ein? Ich glaube um 9 oder so gehen die Lampen an, ne? Kommt also auch ein bisschen monatsabhängig, wenn es zu dunkel ist. Ich glaube, wir sollten auch mal die Nacht so ein bisschen wegspulen dann. Also wir wollen jetzt auch, ich bin folgentechnisch gerade schon wieder am Ende, wir sind über eine halbe Stunde. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten auf YouTube. Wir machen kurz einen Break, aber es gibt natürlich noch weitere Folgen demnächst, irgendwie heute, wann auch immer. Vielen Dank fürs Reinschalten, bis zur nächsten Folge und tschüss.